Marie von Ebner-Eschenbach ist eine Autorin, die die Themen ihrer Zeit aufgegriffen hat, also etwa soziale Frage, Emanzipation, auch Antisemitismus, und daraus etwas ganz Eigenes gemacht hat, eine Literatur, die man heute genauso lesen kann, die genauso präsent ist, weil sie eine große Beobachtungsgabe hatte und einen großen Scharfsinn und eine Scharfsicht auf die menschlichen Schwächen und Stärken, auf die Beziehungen in der Gesellschaft, auf Außenseiter, auf Machtverhältnisse, und sie hat vor allem wunderbar schreiben können. Also das ist ein Stil, der etwas sehr Eigenes hat. Sie konnte sehr gute Dialoge schreiben, weil sie eigentlich vom Theater gekommen ist oder sich als Theaterautorin verstanden hat. Deswegen ist ihre Prosa sehr lebendig und sie hat Witz. Also es ist etwas, was man nicht liest, weil sozusagen aus Pietät, weil man das liest, sondern weil es Vergnügen macht. Krambambuli ist ja keine schlechte Geschichte. Wenn man die 5 Verfilmungen einmal beiseite lässt und nur den Text sich anschaut, ist das eine Geschichte, wo es nicht nur um Tierfreundschaft geht, also Freundschaft und Treue eines Hundes, sondern auch um soziale Fragen. Also es geht um Wald, Frevel, Wilderei, um das Recht der Armen, sich am Besitz der Reichen zu bedienen, und um soziale Unterschiede und um die Frage von Naturrecht und Gesetz. Also es ist eine Geschichte, die ziemlich vielschichtig ist. Aber ich glaube, es liegt eben daran, dass man sie dann reduziert hat auf das Tränenselige, das Rührselige. Das ist tatsächlich ein Text, bei dem man kaum am Ende ankommen kann, ohne zu weinen. Es ist auch ein Text, der Kindern, also jungen Menschen, sehr nahe geht. Aber es ist mehr. Das Bild der Klassikerin überhaupt, ich glaube, da ist ihr eigener Ruhm sozusagen, was den Nachruhm betrifft, auf den Kopf gefallen. Sie war einfach so berühmt, sie war die Kultautorin der Zeit, sie war die berühmteste deutschsprachige Schriftstellerin ihrer Zeit. Sie wurde gefeiert, sie ist jetzt spät angefangen, aber ab ihrem 50. Lebensjahr ungefähr war sie wirklich berühmt, und sie ist fast 86 geworden. Also da war sie einfach eine Kultautorin und hatte aber ein gewisses Image. Und das ist ihr dann später zum Schaden geworden, weil das Image war das einer gütigen, irgendwie harmonischen, menschenfreundlichen, weisen, mitleidigen, älteren Frau. Und all das, was bei ihr aufregend ist, widerborstig, subversiv, boshaft, witzig, das ist untergegangen. Sie war eine mütterliche Identifikationsfigur. Und das hat sie dann später in den Augen, sagen wir, der, vor allem jetzt der Nachkriegszeit, der 60er Jahre, der 68er Bewegung, vollkommen uncool und unsexy gemacht, nicht? Also so die ewige Mutter, die ewige Oma eigentlich, die liebe Tiergeschichten erzählt, war uninteressant. Und es sind einfach die Texte selbst, und deswegen haben wir auch diese Ausgabe gemacht, die Texte selbst in Vergessenheit geraten. Und die hat damals jeder gekannt. Es war ganz klar in der Monarchie, als sie einen gewissen Status erreicht hatte, dass sie an der Spitze steht und auch eigentlich nicht nur an der Spitze der Schriftstellerinnen, sondern auch der Autoren, der Schriftsteller. Sie war unangefochten und ist dann sukzessive zur Lesebuchautorin irgendwie herabgesunken. Und da muss man, glaube ich, einfach zum Text zurückkehren. Es ist überhaupt, das 19. Jahrhundert wird unter seinem Wert geschlagen. Ich brauche jetzt gar nicht von Grillparzer anzufangen. Das wird immer stärker zum Problem, weil es auch in der Schule nicht mehr gelesen wird. Und da ist eben Eschenbach bei all ihrer Berühmtheit eben auch hineingeraten. Ich glaube wirklich, wir haben ein gestörtes Verhältnis zum Pathos. Also Pathos heißt ja nichts anderes als Leiden, und Literatur spricht auch von Glück, aber spricht zu einem guten Teil vom Leiden. Und die Frage ist,
Wie vermeidet man falsches Pathos? Das Pathos an sich, ohne das gibt es keine Literatur. Und es würde uns die Literatur auch nicht interessieren, weil wir uns ja selbst darin spiegeln. Das gilt fürs Theater genauso wie für Prosa und auch für Gedichte. Auch da ist es ja die Frage. Und jetzt macht, also ich glaube, dass wir, auch was die zeitgenössische Literatur betrifft, eine Allergie gegen alles entwickelt haben, was sentimental sein könnte, und dabei oft übersehen, dass also das Sentiment oder das Gefühl aber notwendig ist, also dass es auch erlaubt sein muss. Die Grenze ist natürlich manchmal schwer zu ziehen, und es gibt sehr gute Literatur, wo auch innerhalb des Textes die Grenze überschritten wird und dann sozusagen wieder ein Schritt zurück gemacht wird. Und bei Ebner Eschenbach gibt es sicher auch Arbeiten, die da, sagen wir, anfällig dafür sind. Also etwa der Roman Unsühnbar, wo es um einen Ehebruch geht und wo, glaube ich, die Identifikation vielleicht aus biografischen Gründen mit der Heldin, die den Ehebruch begangen hat und Maria heißt, recht stark ist. Aber da ist vielleicht die Kitschgrenze oder die sentimentale Grenze manchmal überschritten. Aber im Großen und Ganzen hat eben Eschenbach das kontrolliert. Und dabei hilft ihr ihre Gabe der Ironie. Und die hat natürlich Schnitzler in noch viel stärkerem Maße. Ich finde das überhaupt interessant. Die behandeln ja dieselben Themen. Ehebruch, gesellschaftliche Lüge, also etwas, was bei eben Eschenbach eine große Rolle spielt. Ihre Trademark waren ja Dorf- und Schlossgeschichten. Und das sind die Welten, in denen sie sich bewegt hat. Also sie hat auch über bürgerliche Verhältnisse geschrieben, aber so richtig zu Hause war sie im Bäuerlichen. Sie hat ja einen wirklichen Draht zu den einfachen Leuten gehabt und sich mit denen unterhalten und sich dafür interessiert, wie es denen geht. Nicht nur so getan, als würde sie sich interessieren. Und das andere Milieu ist das Schloss. Und da hat sie, finde ich, also die Schnitzlerwelt, das berührt sich einfach. Das ist auch zum Teil ihre Welt. Da kommt natürlich bei ihr schon die weibliche Sicht, also ist eine sehr kritische Sicht auf eheliche Untreue der Männer, die ja kein Problem war, gesellschaftlich gesehen, zu der Zeit. Es kommt auch, aber auch die Frage der Ehre spielt bei ihr eine Rolle, nicht? Also Ehre, das sind Themen, die mit Gefühl zu tun haben und die natürlich um 1900 oder auch 1880 anders akzentuiert waren als heute. Und trotzdem muss man das nicht erklären. Also ich meine, warum die sich duellieren zum Beispiel oder warum das ein Thema ist, auch in einer Erzählung von Ebner Eschenbach, Duell zwischen Freunden, ergibt sich interessanterweise aus der Gefühlslogik der Geschichte. Natürlich kann man einzelne Sachen dann kommentieren, und das haben wir in unserer Ausgabe auch gemacht, also Sachkommentare gegeben als Lesehilfe, aber in Wirklichkeit, weil beide, Schnitzler und eben Eschenbach, eben große Psychologen waren, muss man es nicht erklären. Und es liest sich heute, wir haben natürlich andere Vorstellungen von Ehre, aber wir kommen ja mit Kulturen in Berührung, wo Ehre eigentlich so definiert ist, wie bei uns vor 80, 100 Jahren definiert war. Und insofern ist das eben auch nicht von gestern. Jelinek ist ein Beispiel für Sarkasmus im eigentlichen Wortsinn für mich, also im Sinn von ins Fleisch schneidende Schärfe. Das kann man so machen, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man literarisch heute aktiv werden kann. Also man kann, es gibt auch eine andere Tradition, auch in der österreichischen Literatur, und ich finde das genauso legitim, da anzuschließen, und zu der gehört eben auch Ebner Eschenbach. Also eine Tradition des Realismus, der auch ein Gefühlsrealismus ist und der nicht verbietet, mit den Helden mitzuleben. Und interessanterweise gerade das, was vielleicht auch zum Klischee eben Eschenbach beigetragen hat, ihre Beziehung zu Tieren, fällt da auch für mich hinein. Es geht ja auch um zum Beispiel, was ist Treue? Nicht? Warum ist Treue etwas, was auch unrechtmäßige Verhältnisse adelt, wie eben Eschenbach einmal auch beschreibt? Also Treue als Wert nicht nur der menschlichen Gemeinschaft. Und das sind einfach, also ihre Aphorismen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das liest sich heute zu einem guten Teil
absolut nicht altmodisch. Da hat sich interessanterweise, obwohl sich nach außen so viel verändert hat, in mancher Hinsicht dann wieder erschreckend wenig getan. Sie ist eine Selbstdenkerin. Also sie ist jemand, der den Zeitgeist wahrnimmt, aber sich den eigenen Kopf nicht verbieten lässt. Und das merkt man auch in der Literatur. Also sie reflektiert das alles, was im Schwange ist. Also alle Debatten, also auch die Nationalitätenfrage der Monarchie, die Frage der jüdischen Bevölkerung und ihrer Anerkennung bei den verschiedenen Ständen und Nationen, die Frauenemanzipation, alle diese Themen, die virulent sind, registriert sie, aber sie macht dann eben keine Pappkameraden dazu, sondern Menschen. Und sie zeigt nicht das Naheliegende, sondern es ist immer ein bisschen überraschend, wohin das geht. Und ich glaube, sie lässt sich dann auch führen von ihren Figuren. Also sie hat nicht von vornherein das Konzept, also die Figuren entstehen zwar, aber es ist nicht ganz klar, wie wird das ausgehen. Sie lässt sich selbst überraschen. Und auch der Stil ist eben alles andere als abgegriffen. Also wenn man ein paar Texte aus dem 19. Jahrhundert liest, da ist ja sehr viel Konvention. Ich meine, bei uns heute auch. Gibt es immer, aber es gibt einfach sehr viele Texte, wo man merkt, dass da ist kein eigener Gedanke mehr dabei und keine Offenheit für Bilder und für und auch für Witz. Ja? Also ich glaube, der Witz ist auch wesentlich. Und das ist etwas, was man Frauen bis hin zu Jelinek, und da sind die nicht so weit auseinander, bis hin zu Jelinek nicht gestartet hat. Und was natürlich, Witz ist ein Zeichen von Souveränität. Man kann nur Witz entwickeln, wenn man drüber steht oder zumindest mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und wenn man selber Witze macht oder witzig ist, dann verhindert man, dass die anderen über einen Witze machen und man nur dasteht und das Opfer ist. Und das hat sie, also die Ironie, mit der in ihren Figuren, in ihren Texten weibliche Figuren über Männer denken zum Beispiel, das ist ja oft viel wirksamer, also das Preisgeben der Lächerlichkeit. Etwa die Geschichte, die Freiherren von Gemperlein, wo zwei streitende Brüder, zwei Freiherren gezeigt werden in all ihrer Gockelhaftigkeit und Liebenswürdigkeit. Das ist etwas, was natürlich bei der Jelinek zum Beispiel nicht vorkommt, dass sie ihre Figuren auch mag. Ja? Also das ist eben keine, die werden nicht destruiert, die werden nicht zerstört, die bleiben, auch wenn sie falsche Ansichten haben, fast immer liebenswert. Und es tun einem auch die Bösen leid, sogar die Vergewaltiger. Man denkt sich dann, ja, irgendwie versteht man den auch. Das ist eine Kunst, nicht? Also man nicht, also dass nicht dann klar ist, also der steht jetzt für eine bestimmte gesellschaftliche Schicht oder reicher Bauer und präpotent und so, sondern er ist auch in die Irre gegangener. Und das kann man nur, wenn man wirklich ein großes Herz hat. Also ein guter Teil von dem Ebner-Eschenbach-Klischee ist, wie bei jedem Klischee, auch Wahrheit. Also dass Frauen Literatur anders lesen, das ist auch mit gesellschaftlichen Erfahrungen verknüpft. Beim Schreiben bin ich mir nicht so sicher. Also gute Literatur von Frauen unterscheidet sich in einer gewissen Weise nicht von guter Literatur von Männern. Davon abgesehen, ich meine, es gibt einfach auch im 19. Jahrhundert großartige Romane von Männern über Frauen. Ich brauche nur Flaubert und Madame Bovary erwähnen oder Tolstoi und Anna Karenina. Das könnte eine Frau nicht besser machen. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Aber natürlich haben Frauen einen anderen Blick für Feinheiten, für vielleicht auch, also gerade im Fall von Ebner-Eschenbach, für eine bestimmte Form gesellschaftlicher Verlogenheit und Verstellung, die auch mit der Rolle der Frauen in der Gesellschaft zu tun hat. Also vielleicht gibt es da akzentuiertere Wahrnehmung bei Frauen. Aber insgesamt, also ich kann nur für mich persönlich reden, als Leserin ist es mir nicht wichtig, ob ein Text von einer Frau oder von einem Mann ist. Wenn der Text gut ist, ist er gut.